Ja, ich bin heute eingeladen worden hier auf die Chefsache von Ahornsirup aus Kanada. Ich soll mir einmal anschauen, wie Ahornsirup eigentlich schmecken kann, wie es unterschiedlich verwendet werden kann. Was ich gar nicht wusste, ist, dass es unterschiedliche Farben des Ahornsirups gibt und dass man dann daraus auch noch weitere Produkte machen kann. Einmal die Ahornflocken, die ich extrem lecker fand. Kann ich mir super in Salat oder als Crunchy für Fleisch obendrauf vorstellen. Und dann einmal den Ahornzucker quasi, den man 1:1 austauschen kann gegen den Haushaltszucker. Und dazu habe ich eine Hilfe gleich, die ich bekomme, nämlich in der Masterclass von Heiko Antoniewicz werde ich mir das Ganze einmal genauer anschauen. Und ich hoffe auf ein paar Tipps vom Profi, die ich dann verwenden kann, um zu Hause einen Beitrag mit Ahornsirup aus Kanada zu kochen. Mittlerweile ist Ahornsirup für mich in der Küche überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ich setze es in vielen Gerichten einfach ein, um einen vollmundigen Geschmack in den Gerichten auch hervorzurufen. Für mich ist Ahornsirup einfach ein Alleskönner in der Küche. Was wir aber auch verstanden haben, wenn ich Ahornsirup anstelle von anderen Produkten auch einsetze, wird das einfach alles vollmundiger. Ja, ich habe jetzt gerade ganz viel erfahren über Ahornsirup und vor allen Dingen auch, wie vielfältig Ahornsirup aus Kanada sein kann. Ich hoffe, dass ich den Heiko Antoniewicz jetzt nochmal am Stand von Ahornsirup treffe und er mir noch ein paar mehr Tipps geben kann. Ein gutes Ahornsirup, am besten das dunkle, mit etwas Sojasauce anrühren, etwas Fischfond dazu und zu einem marinierten Fisch dazugeben. Super. Also man kann das wirklich zum Dippen nehmen, auch roh, wenn man es mag, ein gebeizter Fisch, finde ich einfach sehr, sehr gut. Danke dir. Ich habe jetzt die ganze Variation an Ahornsirup mitbekommen und freue mich darauf, zu Hause ganz viel mitzumachen und meiner Fantasie freien Lauf zu lassen.